So, da sind wir auch schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich verberge dich in verschiedenen Matches in Verstecken. Ihr seht, zwei von drei, weil ich das schon in zwei Runden gemacht habe. Mit euch zusammen mache ich jetzt die dritte Runde. Dazu gehe ich auch in Gruppenkeile rein, weil ihr könnt einfach reingehen, kurz irgendwo euch verstecken und direkt wieder auslocken, ach, beziehungsweise aus der Runde rausquitten und schon habt ihr die Aufgabe trotzdem gemacht. So, dann kurz in eigener Sache für alle Neuen. Ihr seht unten den Passive-Code. Alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Die Fragezeichen stehen immer für Zahlen, nicht für Buchstaben. Bedeutet, bei 520 Abonnenten kommt schon die 4, 8, 12. Zahl hinzu. Was bedeutet, dann fehlen nur noch 4 Zahlen. Wenn du aber genau wissen willst, wie das mit dem Gewinnspiel funktioniert, einfach in der Videobeschreibung nachgucken. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich das Ganze nochmal erkläre. So, für die alten Hasen unter euch, das mit dem Ladebildschirm geht irgendwie schneller als früher. Ihr wisst ja, liken und kommentieren. Und wenn ich dir halt schon öfters mal helfen konnte, gern mal ein Abo dalassen, kostet dich nichts, unterstützt mich, du kannst gleichzeitig 10 € gewinnen, von daher passt da eigentlich alles. So, ich finde persönlich, der beste Spot ist hier drüben, weil da sind die Heuballen und die sind auch deutlich zu sehen. Und deshalb fliege ich nämlich auch dahin, weil da weiß ich halt definitiv wo. Mit den Mülltonnen, ja, wenn du unterwegs eine Mülltonne siehst, eine große, spring rein, auch gut. Aber ich empfehle euch halt wirklich hier gerade dreimal hinspringen, ab in Heuballen und schon habt ihr die Aufgabe auch geschafft. So, ich zeig's euch mal kurz. Bam, 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 bam. Ja, ihr seht ja den Gleiter. Ich feiere ihn. Den gibt es ja für den ersten epischen Sieg im neuen Battle Pass. Beziehungsweise der neuen Season. So, da unten sehen wir schon die Heuballen. Und ihr braucht halt diese Kugeln. Ich glaube, in den anderen kann man sich nicht verstecken. Sicher bin ich mir dabei jetzt auch nicht. Aber wir werden trotzdem mal beides austesten. Und zack. So, das funktioniert. Ne, in dem Heuballen könnt ihr euch nicht verstecken. Also wie gesagt, nur in diesen Runden. Zack. Oder halt in großen Mülltonnen. Warte mal, Mülltonnen, die. Ich wüsste jetzt gerade nichts anderes, wo man sich noch verstecken könnte. Aber ihr werdet es natürlich im Thumbnail auch sehen, wo ihr euch verstecken könnt. Ich habe selber noch nicht genau geguckt. Ich wusste halt hier, das geht definitiv. Einfach dreimal in die Runde rein und schon habt es auch geschafft. So wichtig ist das ja jetzt auch nicht. Aber für die, die halt nur wissen wollen, wo, was, fliegt einfach zu Frenzy. Dreimal in Heuballen, jeweils einmal auslocken, beziehungsweise aus der Runde rausquitten und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. Wie gesagt, wenn ich dir damit helfen konnte, gern Like da lassen. Lass auch gern ein Abo da, falls du noch kein Abonnent bist. Und schreib von mir auch gerne was Nettes in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, haut rein und bis zur nächsten Aufgabe.